Liebe Susanne, vielen Dank für den fulminanten Eröffnungsvortrag. Ich denke, der thematische Bogen ist gespannt worden, der Boden ist bereitet, um tiefer einzusteigen. Und das wollen wir jetzt tun, gemeinsam mit Julia Arendt. Wir wollen mit Julia einen Blick auf die Möglichkeiten legen, die Design in der Wissenschaftskommunikation hat. Julia Arendt ist Wissenschaftlerin und Designerin am Kiel Science Communication Network und sie ist Research Fellow der Hochschule für Künste in Bremen. In deiner Promotion, Julia, untersuchst du die Bedingungen von erfolgreicher Vermittlung in visueller Wissenschaftskommunikation. Und dabei ist Forschung für dich eine Symbiose aus theoretischer Erschließung und gestaltender Tätigkeit. In deinem Vortrag »Warum gestalten? Designforschung für die Vermittlung von Wissen und Wissenschaft« gibst du uns einen Einblick in deinen Forschungsstand. Herzlich willkommen, Julia Arendt. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung und dass ich heute hier sprechen und hier sein darf. Ich möchte einen kleinen Einblick geben aus der Perspektive der Designforschung auf das Forschungsfeld der Wissenschaftskommunikation und ein bisschen fragen, wo stehen wir und wie sieht überhaupt dieses Forschungsfeld aus, ohne dass ich glaube, dass ich das in 20 Minuten abschließend beantworten kann. Zunächst einmal bin ich Teil, wie schon erwähnt, vom Kiel Science Communication Network, einem Forschungsschwerpunkt zwischen biomedizinischer Forschung, Bildungsforschung und Design, das sich in Kiel gegründet hat, um neue visuelle Ansätze auf der einen Seite zu entwickeln, aber auch zu erforschen. Also wir erforschen auch Benutzererfahrung und Designprozesse. Was genau bedeutet das? Zunächst einmal fragen wir, welche Beziehung gibt es zwischen Attraktivität von Visualisierung und Benutzererfahrung und wie können wir die emotionalen Reize von Visualisierung so optimieren, um das Publikum für wissenschaftliche Informationen zu begeistern und wie kann visuelles Design zu nachhaltiger Wissenschaftskommunikation führen. Außerdem beschäftigen wir uns mit Kollaboration und Partizipation und erforschen, wie ForscherInnen, Gestaltende und Zielgruppen, also das Publikum am Ende und weitere Stakeholder zusammen im Co-Design-Prozess arbeiten können. Also was sind überhaupt Voraussetzungen und Hindernisse für so einen Prozess der Gestaltung? Wie beeinflusst kollaboratives Design die Qualität des Designs und der wissenschaftlichen Kommunikation und der Ergebnisse, die dann am Ende dabei rauskommen? Und genauso die Frage, wie können wir Nutzende effektiv in diesen Gestaltungsprozess mit einbeziehen, damit sie halt eben nicht am Ende abgekapselt davor stehen und nicht wissen, was sie mit den Informationen anfangen sollen. Wir entwickeln, wie gesagt, auch selber partizipative und interaktive Formate, machen dazu Projekte mit Studierenden im interaktiven Informationsdesign der Mauritius Kunsthochschule und entwickeln auch selber interaktive Online-Artikel und schreiben Forschungsstipendien aus. Für die Zukunft haben wir uns auch ein paar weitere Dinge vorgenommen, die Untersuchung von Verbreitungs- und Implementierungsmuster, was jetzt auch gerade unter dem Gesichtspunkt soziale Netzwerke interessant ist, Aufbau einer Community und Schulungsprogramme, genauso wie Förderung von Innovation in der visuellen Wissenschaftskommunikation. Das ist sozusagen der Rahmen, aus dem ich jetzt komme. Jetzt möchte ich ein bisschen von meiner Forschung erzählen und zu meiner aktuellen Forschungsarbeit kommen. Ich selber promoviere und meine Forschungsfrage ist, ist gute Gestaltung für den Verständnisprozess im Kontext von Wissenschaftskommunikation förderlich? Also ich folge der Grundannahme, dass man mit einer positiven User Experience zu besserem Verständnis und erleichtertem Lernen führen kann bei den Nutzenden. Dafür muss ich natürlich erstmal wissen, gute Gestaltung, was bedeutet das überhaupt? Was kann das sein? Worin drückt die sich aus? Und wie kann ich sie überhaupt bewerten? Also was sind denn überhaupt die Qualitätskriterien von Gestaltung im Kontext von Wissenschaftskommunikation? Und genau auf diesen Kontext möchte ich jetzt noch mal ein bisschen eingehen. Was genau bedeutet eigentlich Wissenschaftskommunikation? Wissenschaftskommunikation meint für die Forschenden Mike Schäfer, Silje Christiansen und Heinz Bonfadelli alle Formen von auf wissenschaftliches Wissen oder wissenschaftliche Arbeit fokussierter Kommunikation, sowohl innerhalb als auch außerhalb der institutionalisierten Wissenschaft, inklusive ihrer Produktion, Inhalt, Nutzung und Wirkung. Aber warum wollen wir überhaupt Wissen kommunizieren? Warum brauchen wir überhaupt Wissenschaftskommunikation? Da gibt es natürlich, je nachdem, wer Akteur ist, unterschiedlichste Ziele.
Sie alle wollen aber auf die meisten persönlichen Reaktionen abzielen. Zunächst einmal ganz basal, klar, Verständnis fördern. Was ist der wissenschaftliche Inhalt, der vermittelt werden soll? Genauso aber auch der Inhalt, die Prozesse, aber auch die sozialen Faktoren, die hinter dem wissenschaftlichen Prozess stehen. Also Sie haben Drosten gerade angesprochen. Wie funktioniert überhaupt Forschung? Wenn ich davon ein gewisses Grundverständnis habe, dann kann ich auch die Wissenschaft an sich besser verstehen. Dann möchte Wissenschaftskommunikation die Meinungsbildung stärken, das Interesse wecken, also dass sich Menschen überhaupt freiwillig damit beschäftigen und sich mit Wissenschaft auseinandersetzen, das Bewusstsein für Wissenschaft schärfen und, das finde ich, die ich selber auch Kommunikationsdesign studiert habe und Designerin bin, besonders spannend, auch Vergnügen und affektive Reaktionen in der Auseinandersetzung mit Wissenschaftskommunikationsprodukten können ein Ziel sein. Denn die Wertschätzung der Wissenschaft als Unterhaltung oder auch als Kunst ist insofern wertvoll, als dass es dann auch dazu führt, dass sich Menschen überhaupt erstmal mit Thematiken auseinandersetzen, ohne dass es gleich schon die hochkomplexe Vermittlung von irgendeinem tiefen Forschungsgegenstand sein kann, sondern es kann auch schon viel wert sein, wenn Menschen überhaupt erstmal mit Wissenschaft in Berührung kommen und in Verbindung kommen. Wie genau äußert sich denn jetzt eigentlich Wissenschaftskommunikation? Als Designerin interessiere ich mich natürlich dafür, was sind denn die Formate, was sind die unterschiedlichen Produkte, die Wissenschaftskommunikation ausmachen, wie manifestiert sie sich? Und die Website wissenschaftskommunikation.de hat einmal so eine Zusammenfassung von unterschiedlichen Formaten online gestellt, die sich an Praktizierende in der Wissenschaftskommunikation richten. Also wenn ich jetzt selber einen Workshop machen möchte oder wenn ich einen Vortrag, irgendein Event zum Science Outreach machen möchte, kann ich dort Inspiration sammeln. Man sieht aber auch gleichzeitig, das Feld ist extrem breit. Es sind sämtliche Designdisziplinen involviert in diesen Wissenschaftskommunikationsprozess. Also ob ich nun Illustration oder Typografie oder andere Bereiche, wie auch das Produktdesign studiert habe, sie alle finden sich wieder und sie alle haben dort Produkte und Formate, die sie gestalten. Doch jetzt ist natürlich auch ein bisschen die Frage Wissenschaftskommunikationsforschung. Wie werden überhaupt diese einzelnen Formate untersucht? Und ich möchte mal ein klassisches Fernsehformat, wir kennen das bestimmt alles, es schließt gut an den Vortrag zuvor an. Und einmal unterschiedliche Perspektiven auf diese Medienerzeugnisse, die wir werfen können, mit der Wissenschaftskommunikationsforschung nachzeichnen. Zunächst einmal ist die Psychologie involviert, das sind Fragen der Wahrnehmung und der Kognition, also wie wirken zum Beispiel bestimmte Farben, wie wirkt es, wenn ich Text und Bild auf eine bestimmte Weise kombiniere, das sind Fragen, die in so einem Kontext beantwortet werden. Dann klassischerweise die Kommunikationswissenschaften, zum Beispiel die visuelle Framing-Forschung, wie wirken Bildmittel über das Einzelbild hinausgehend, wie wirkt zum Beispiel das Gesamtlayout oder die Kombination auch aus unterschiedlichen Bildern. Dann die Didaktik, die ja auch bei uns im Forschungsschwerpunkt mit enthalten ist, die nach der Vermittlung von Inhalten auch einmal auf der Schulebene, aber auch auf der Ebene der Erwachsenenbildung fragt und fragt, hey, wie können Menschen eigentlich am besten lernen? Wie funktioniert das und was funktioniert vielleicht auch nicht so gut, wenn ich Dinge beibringen möchte? Dann die Informatik, also wie wirken sich zum Beispiel technologische Hintergründe aus? Jetzt gerade haben wir Entwicklungen wie künstliche Intelligenz. Was macht das mit diesem ganzen Feld? Wie wirkt das zusammen? Genauso wie die Medienwissenschaften, bestimmte Inhalte in den Medien geteilt und auch dargestellt? Was sind Verbreitungsmuster, die sich finden? Auch die Bildwirkungsforschung ist zu nennen, wie beispielsweise Medienbilder. Wir erinnern uns vielleicht alle noch an die Twin Tower, die Bilder dieser einstürzenden Gebäude. Das sind alles sehr wirksame Bilder und die Bildwirkungsforschung beschäftigt sich damit, okay, was steckt dahinter? Es gibt aber auch noch viele, viele weitere Forschungsfelder, die man hier nennen könnte, also die zum Wissenschaftskommunikationsforschungsfeld beitragen. Es ist ein sehr interdisziplinäres Forschungsfeld, sehr heterogen und es wird aus sehr unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Es sind also sehr viele Puzzleteile, wo wir, wenn wir uns jetzt ein Medienerzeugnis vorstellen, wie halt dieses Nachrichtenformat, was links oben ist,
wo wir uns vorstellen können, dass es sehr viele unterschiedliche Perspektiven und Blickwinkel gibt, die da drauf treffen. Das sind alles kleine Puzzleteile und es ist ein ongoing Prozess, das immer wieder zusammenzufügen. Gleichzeitig ist die Entwicklung gesellschaftlich auch sehr schnell und auch technologisch sehr schnell, sodass wir gar nicht in der Lage sind, immer up to date sofort ein Bild der Realität in der Wissenschaft abzubilden, sondern wir müssen immer gucken, wir sind sozusagen immer ein bisschen hinterher im Forschungsprozess. Für mich die spannende Frage ist natürlich nun, wo liegt denn die Designforschung? Die Designforschung ist im Prinzip die Perspektive auf all die Bestandteile der Medienobjekte oder es können auch Workshop-Formate sein, die gestaltet sind. Also die Schnittmenge all dieser Bereiche und der Bereich, der sich halt mit dem Visuellen und Gestalteten beschäftigt. Das heißt, die Wissenschaftskommunikation ist so ein bisschen die äußere Klammer und die Designforschung ist dann für mich natürlich aus meiner Perspektive das, wo sich diese Perspektiven zusammentun und schneiden. Das heißt, ein Ansatz für Designforschung ist, diese unterschiedlichen Puzzlestücke zusammenzufügen und jeweils zu schauen, okay, was bedeutet das jetzt aus Designperspektive, wie wird Design dort verstanden und untersucht, was wissen wir dafür für die Gestaltung und was ergibt sich daraus für uns als Gestaltende ein Bild, wie wir Praxis und Theorie auch zusammenbringen können. Ich möchte das jetzt noch ein bisschen konkreter machen, weil das jetzt, glaube ich, noch sehr abstrakt ist. Und wieder zurück zu dem Medienerzeugnis kommen und einmal reinzoomen auf einen Bereich der Psychologie und Informatik, also Cognitive Research und Computer Science, und einmal eine Beispielstudie vorstellen, damit man so ein bisschen so ein Gefühl kriegt, was passiert denn in der Wissenschaftskommunikationsforschung? Also was sind diese Puzzleteile, von denen ich gerade geredet habe? Und da habe ich eine Studie mitgebracht zum Thema Visualisierung von Hurricane-Vorhersagen, wo es auch viel um die Vermittlung von Unsicherheiten und eben Dingen, die wir nicht genau wissen, aus der Wissenschaft geht. Das ist eine Studie von Leis Padilla und ihren KollegInnen und sie heißt Effects of Ensemble and Summary Displays on Interpretations of Geospatial Uncertainty Data. Und ich werde jetzt einmal, ja, wir haben eine Visualisierung von einem Hurricane-Verlauf, wie wir sie vielleicht in den Nachrichten am Abend zuvor sehen. Und ich möchte jetzt einmal ein kleines Experiment mit Ihnen allen wagen und einmal fragen, stellen Sie sich vor, die Stadt, in der Sie wohnen, liegt dort. Wer von Ihnen würde jetzt evakuieren, seine Sachen packen und zusehen, dass er seine Stadt verlässt, wenn er diese Abbildung so sieht? Ja, es würden doch einige Leute hier die Koffer packen und gucken, ob sie noch etwas weniger windige Gefilde finden könnten. Wie sieht das Ganze denn jetzt eigentlich aus, wenn man da wohnen würde, in diesem Küstenabschnitt? Würden Sie dann auch evakuieren zu Verwandten 300 Kilometer weiter nördlich, südlich? Nee, südlich nicht, aber fahren irgendjemand? Okay, ja doch, okay, ein paar sind dabei, aber die Mehrzahl ist auf jeden Fall nicht dabei. Das heißt, das, was die Forschenden in dieser Studie herausgefunden haben, habe ich jetzt hier weniger wissenschaftlich replizieren können. Sie alle nehmen das auch so wahr, dass der lilane Bereich der ist, in dem ich einer Gefahr ausgesetzt bin und der Bereich, der nicht lila ist, der, in dem ich keiner Gefahr ausgesetzt bin. Was ist daran jetzt das Problem? Rechts in der Grafik, diese Grafik basiert auf demselben Datensatz, das heißt, da liegen dieselben Daten zugrunde, nur es ist eine andere Form der Visualisierung. Wie kommen überhaupt solche Grafiken zustande? Ich werde das jetzt relativ oberflächlich ankratzen. Das sind Modellrechnungen, das heißt, es sind Simulationen, da werden Tausende von Berechnungen und Simulationen, wie könnte der Hurricane verlaufen, hintereinander simuliert und dann wird das 66-prozentige Koinfidenzintervall gebildet. Also es wird sozusagen geguckt, wo laufen die meisten dieser Simulationen lang und daraufhin entwickelt man dann so eine Visualisierung. Das bedeutet aber auch, dass es durchaus sein könnte, dass wenn mein Haus jetzt doch da links oben an der Küste liegt, ich doch auch getroffen werden könnte von einer dieser Linien. Also es ist nicht so, dass ich in dem lilanen Bereich nur gefährdet bin und in dem Bereich daneben komplett sicher bin. Und das ist das, was ja diese Darstellung simuliert. Wir haben auch noch ein zweites Problem. Wir können natürlich bei so einer Simulation zum Beginn des Hurricanes noch sehr sicher sagen, wie er wahrscheinlich verläuft, aber zum Ende hin streut es immer weiter. Das führt jetzt bei der linken Darstellung dazu, dass sich so ein Kegel ergibt.
Und die Forschenden konnten nachweisen in ihrer Studie, dass bei den Rezipierenden oft wahrgenommen wird, aha, am Anfang ist der Hurricane noch ganz klein und am Ende wird er sehr groß und sehr stark. Aber das ist nicht das, was dieser Datensatz hergibt. Dieser Datensatz ist eigentlich nur eine Simulation von unterschiedlichen Möglichkeiten und sozusagen so eine wahrscheinliche Schnittmenge in diesem lila Kegel. Das heißt im Prinzip, dadurch, dass wir das Schemata von Karten bedienen, also wir nehmen natürlich an, wir sind in einem räumlichen Gebiet, wir haben eine Karte, das heißt, wenn eine Fläche eingefärbt ist, ist das auch eine räumliche Fläche, die gemeint ist. Aber in diesem Fall müsste die Karte halt anders zu lesen sein. Also diese Karte funktioniert nicht so, dass es halt dieses breite Gebiet ist, was betroffen ist, sondern es ist nur die meisten Möglichkeiten, die in diese Richtung gehen und sich dort dann halt auffächern. Das heißt, dieses Schemata, was wir Menschen bedienen, ist in dem linken Fall visuell etwas irreführender. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, easy, dann machen wir es jetzt einfach so, wie rechts ist. Rechts ist natürlich nicht, also so ganz einfach ist es dann leider auch nicht. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, mein Haus würde dort stehen, dann könnte ich mir denken, ach ja, easy, entweder er geht links vorbei oder er geht rechts vorbei, ich brauche eigentlich nicht evakuieren. Aber all diese Linien sind ja auch wieder eine Simulation, das heißt, ich weiß auch nicht genau, ob mich da doch noch treffen kann. Das heißt, auch diese Grafik kann mich in die Irre führen und kann auch meine Risikowahrnehmung stark beeinflussen. Also je nachdem, was wir kommunizieren wollen, müssen wir genau gucken, wie wir jetzt solche visuellen Mittel einsetzen. Und in diesem Fall kann Gestaltung definitiv dazu beitragen, darüber nachzudenken, wie kann denn jetzt eigentlich diese Visualisierung verbessert werden, sodass Menschen, die vor ihrem Fernseher sitzen abends und die Nachrichten gucken und so eine Visualisierung sehen, besser das Risiko einschätzen können, ob sie jetzt evakuieren sollen oder ob sie nicht evakuieren sollen. Und da sind wir eigentlich genau bei diesem Konzept, was Sie auch schon angesprochen haben, der Ambiguitätstoleranz, dass wir viele Unsicherheiten in der Wissenschaft haben und den Menschen versuchen zu vermitteln, naja, aber wahrscheinlich wird es nicht keine dieser Linien ganz genau treffen, sondern wir wissen es halt nicht so ganz genau. Und das ist die große Kunst und auch die große Aufgabe für das Design in dem Fall. Warum also Wissenschaftskommunikation gestalten? Wir haben gesehen, kleine Gestaltungsmerkmale können schon zu Fehlvorstellungen führen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle Designer und Designerinnen in der Lage sind, dieses riesige Forschungsfeld der Wissenschaftskommunikation mit all diesen winzigen kleinen Studien zu unterschiedlichen, zum Beispiel visuellen Gestaltungsmerkmalen, zu überblicken und dass sie überhaupt wissen, was da wo, in welcher Disziplin, sei es Psychologie, existiert. Aber Gestalten haben die nötige Sensibilität durch ihre Ausbildung mitbekommen, diesen Gestaltungsmitteln gegenüberzutreten und sie bewusster einzusetzen. So können Designer und Designerinnen Mittler zwischen Wissenschaft und Gesellschaft werden und aus komplexen, an einem sehr komplexen Feld auch eine effektive und einfachere Vermittlung machen. Wie genau tun sie das? Sie tun das, indem sie innovativ denken und kreativ denken und immer wieder neue Wege finden und neue Lösungen für Probleme der Vermittlung, wie sie zum Beispiel jetzt in diesem Fall in den Cognitive Science aufgedeckt wurden. Das ist für mich persönlich auch eine riesen Herausforderung und ein riesen Entfaltungspotenzial aus Gestaltungsperspektive, weil man einfach sehr viele Probleme hat, die extrem gesellschaftsrelevant sind und wo man sehr viel sieht, wie wichtig es ist, dass Gestaltende dort mit Einfluss nehmen und auch mit an den Tisch geholt werden, um einen Beitrag zu leisten und neue Wege gemeinsam zu finden. Mein Untertitel war Designforschung für die Vermittlung von Wissen und Wissenschaft. Welchen Beitrag kann denn nun eigentlich Designforschung leisten? Einmal natürlich im angewandten Sinne durch das Design selber, durch die Entwicklung von innovativen neuen Vermittlungswegen, halt durch das Gestalten. Das ist ein Beitrag, den das Design hat. Ein anderer ist der, was wir gerade gesehen haben, durch die Durchführung von empirischen Studien, von Interviews mit NutzerInnen, von Evaluationen, von Gestaltungsprodukten, einen Einblick zu bekommen, was passiert da draußen wirklich, wie nehmen die Menschen was wahr und dann wiederum in den Gestaltungsprozess einzubeziehen und neue und weitere und im Idealfall bessere Visualisierungen zu entwickeln. Also warum gestalten? Because it matters. Es gibt genug Evidenz dazu, dass Gestaltung auf unterschiedlichen Ebenen Einfluss hat und wir müssen nur noch besser verstehen, warum
an welchen Ebenen Einfluss nimmt. Genau, hier meine Quellen. Und wenn Sie Lust haben, thank you.